Pantimimi ist ein Pokémon mit dem Typ Psycho und Fee, existiert seit der 4. Spielgeneration, hatte vor der Veröffentlichung der 6. Generation nur den Typen Psycho und danach dann zusätzlich den Typen Fee und entwickelt sich zu Pantimos. Pantimimi besitzt einen humanoiden Körperbau und erscheint hauptsächlich in rosa, dunkelblau und rosa-rot. Es trägt eine gekrümmte, dunkelblaue Zipfelmütze mit doch weißem Bommel auf dem Kopf, welche an den Seiten wie Ohrschützer die Ohren umschließt. Sein Kopf ist rund und sitzt ohne erkennbaren Hals auf dem Rumpf, dessen rosafarbener oberer Teil von der Form her an das Frosting eines Cupcakes erinnert und ringsherum mit kuppelförmigen Auswölbungen im Hüftbereich die Grenze zum Unterkörper bildet. Dieser ist wieder dunkelblau gefärbt, halb rund und endet in zwei zulaufenden Beinen. Die Arme, an dessen Enden sich kleine Hände befinden, sind relativ lang und dünn. Seine schwarzen Augen mit weißen Pupillen, die rosarote Clownsnase und ein schmaler Mund bilden das Gesicht. Ein weiteres der Clownsnase ähnliches Element auf Pantimimis Bauch könnte eine Kirsche oder eine sonstige Verzierung darstellen. Erachtet man den Oberkörper als den Anzug eines Clowns, ergibt sich ein Knopf als mögliche Antwort. Scheinexemplare besitzen stattdessen eine grüne Mütze und einen ebenfalls grünen Unterkörper. Die Clownsnase und das runde Objekt auf seinem Bauch erscheinen in einem kräftigen Pink und die restlichen sonst rosafarbenen Körperbereiche haben einen noch helleren und frischeren Rosaton. Viele von Pantimimis Attacken hängen enger mit seinen Verhaltensmustern zusammen, wie etwa Imitator, Mimikry oder Trickbetrug. Es kann aber auch kurz Verwirrungen auslösen durch Konfusion und Konfusstrahl. Und Pantimimis Glücksgefühle werden dabei in Spaßkanone wiedergespiegelt. Seine Fluchtstrategien erkennt man beispielsweise noch in Attacken wie Barriere oder Lichtschild. Es kann die Fähigkeit Lärmschutz haben. Diese verleiht Pantimimi eine Immunität gegen jegliche Attacken, die mit Lärm verbunden sind und lässt sich vermutlich durch die Ohrenschützer ähnlichen Teile an seiner Mütze erklären. Filter senkt den Schaden, den es durch sehr effektive Attacken erhält und macht es so langlebiger. Und die versteckte Fähigkeit ist Techniker, welche schwächere Attacken wie Konfusion verstärkt. Pantimimi mag es, andere Menschen und Pokémon nachzuahmen. Es ist zwar nicht der allerbeste darin, trotzdem kann es sie damit verblüffen. Dies löst in Pantimimi Glücksgefühle aus, welche auch oft dafür sorgen, dass es das Imitieren vergisst und wieder aus seiner Rolle fällt. Die Aufmerksamkeit der Nachgeahmten richtet sich dann ausschließlich auf Pantimimi, welches die Momente der Überraschung, Gewandtheit und Regungslosigkeit seiner Gegner ausnutzt, um schützende Barrieren zu errichten, um sich flink aus dem Kampfgeschehen zu entfernen. Es bevorzugt Orte, an denen sich viele Menschen befinden, da es dort besonders viele Leute in seinen Bann ziehen kann, indem es sie nachahmt. Dabei versetzt es sich auch in die Gefühlswelt der Nachgeahmten hinein und kann diese dadurch besser verstehen. Pantimimi halten sich hauptsächlich auf einfachen Wiesen auf, sind manchmal aber auch an rätselhaften Orten zu finden, wie etwa der Spiegelhöhle in Kalos. Dabei ist Pantimimi die Babyform und entwickelt sich zu Pantimos weiter. Im Zuge der Entwicklung wird das Pokémon deutlich größer und schwerer. Es bildet längere Beine aus und hat nun auch stärkere Züge eines Pantomimen. Zudem erscheint es älter und reifer und die Anzahl runder Strukturen auf und an seinem Körper vergrößern sich. Um die Entwicklung auszulösen, muss Pantimimi ein Level aufsteigen und dabei die Attacke Mimikry beherrschen. Möchte man aus einem Pantimos ein Pantimimi züchten, muss dieses bei der Zucht den Schrägrauch tragen. Seit der 9. Generation entfällt diese Bedingung allerdings. Und mit seinem Typen Psycho, das es alleinig von der 4. bis 5. Generation hatte, nimmt es halben Schaden gegen Kampf und Psycho und doppelten Schaden gegen Käfer, Geist und Unlichtattacken. Als es ab der 6. Generation noch den Feentypen hinzubekam, ist es seitdem immun gegen Drachenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Kampfattacken, halben Schaden gegen Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Gift, Geist- und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schaden.